Röbi, Cornelia, Michael, Katjas, Andreas. Sie sind alles Lehrlinge aus der Autobranche. Sie werden sich für den Versuch mit diesen verschiedenen alkoholischen Getränken innerhalb kürzester Zeit einen Promillewert zwischen 1,2 und 2,3 antrinken. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt so eine Studie zu machen? Also einerseits kenne ich die Jungen vom Berufsschulunterricht, kenne die Problematik vom Alkohol und bin mit diesen Hirnstrommessungen vertraut und habe gefunden, wir können beides einmal zusammen kombinieren und schauen, was rauskommt. Im ersten Abschnitt werden die Hirnströme der Probanden im nüchternen Zustand gemessen und mit dieser Carrera-Bahn visualisiert. Wir messen jetzt bei diesem Proband seine Hirnwellen. Und zwar haben wir eine Elektrode im vorderen Bereich des Hirns montiert. Dort messen wir Konzentration, also wie gut ist seine Konzentration im Wachzustand und nüchtern. Und eine Elektrode im Hinterkopf und dort nehmen wir die langsame Aktivität auf, die sogenannten Alpha-Frequenzen, die eigentlich zum Entspannungszustand gehören. Dabei bewegen sich die Spielautos nur durch die Gehirnimpulse des Probanden. Rot steht für vorne und bedeutet Konzentration. Der blaue Polizeimini steht für die entspannten Alpha-Wellen. Die Lehrlinge versuchen sich zu entspannen, nehmen also keinen bewussten Einfluss auf das Renngeschehen. Bei allen Fünfen sind ähnliche Werte sichtbar. Zuerst sind Konzentration und Entspannung gleich auf. Mit der Zeit nimmt die Entspannung zu und der blaue Mini fährt davon. Szenenwechsel. Jetzt geht's ein erstes Mal ins Auto. Der Lehrer und Initiant der Studie, Felix Lacker, erklärt den Lehrlingen den Parcours. Als erstes fahren ihn alle im nüchternen Zustand ab. Dazu gehört auch das Seitwärtsparkieren. Nach der erfolgreichen Autofahrt geht's jetzt ums Alkoholtrinken. Die fünf Jugendlichen konsumieren innerhalb einer Stunde unterschiedliche Alkoholmengen. Die fünf Probanden erreichen einen geschätzten Promillewert zwischen 1,4 und 2,3. Die Jugendlichen haben alle aus demselben Grund am Experiment mitgemacht. Ich möchte mal wissen, wie ich fahre mit Alkoholeinfluss. Weil bis jetzt habe ich mir geschworen, dass wenn ich Auto fahre, dass ich nicht einen Schluck trinke. Ich hoffe, dass möglichst viel das sehen und nachher auch wirklich null Toleranz das begreifen und nachher auch wirklich nichts trinken. Was erwartest du jetzt von diesem Experiment? Also ich denke mal, es wird sicher nicht so gut sein, wie wenn ich nichts getrunken habe. Jetzt werden die Hirnströme wieder gemessen und die Unterschiede lassen nicht lange auf sich warten. Man sieht einfach, dass es nicht mehr so regelmäßig ist wie am Anfang. Also es gibt mehr so Wellenbewegungen, es kommt auf und es kommt ab und es kommt wieder. Also wie wenn man sich immer ein F vorgeben muss, um zu konzentrieren, und nachher mag man es nicht heben. Bei Cornelia Schmid, wie bei den meisten anderen, sind die Konzentrationswerte, also der rote Mini, langsamer als vorher. Bei Kajas Ildis, der auch am meisten und in kürzester Zeit getrunken hat, zeigt sich zudem der Faktor Stress. Bei diesem Proband sieht man sehr gut, dass er in Stress kommt, weil es nicht fährt. Und jetzt kommen die ganz schnellen Hirnfrequenzen. Und das ist an und für sich auch eine Frequenz, die sehr unproduktiv ist. Also gleich wie die langsamen. Dort kann man nicht normal überlegen und wohl überlegt eine Entscheidung treffen. Wie wirkt sich nun das Ganze auf das Autofahren aus? Alle fünf Probanden nehmen den gleichen Parcours wieder in Angriff, wobei einer auffällt. Slalom bin ich perfekt gefahren und im Vollbremsen war es noch besser. Blockieren? Das erste Mal habe ich es versagt, aber das zweite Mal, wenn ich nicht hinten drin gefahren wäre, wäre es perfekt. Es ist eindrücklich, es ist nicht angenehm zum Mitfahren. Und er hat es von sich aus nicht gemerkt, was er in der Parklücke gemacht hat. Also was er gesagt hat, das habe ich ihm gesagt. Er ist immer, man sieht es in der Innenaufnahme, er sagt, es sei gut parkiert. Auch bei den anderen ist die Wahrnehmung getrübt. Verhalten selber, es hat sich nicht so gut angefühlt, wie wenn man nüchtern Auto fährt. Für die Jugendlichen ist nach dem Experiment klar, Autofahren und Alkohol trinken, das werden sie nie mehr machen. Das heisst, ihr könnt gut mit 200 über die Autobahn fahren und merken es nicht einmal. Und bei einem Proband hat man ganz deutlich gesehen, dass er sehr viel schnelle Aktivität entwickelt hat, die dann so auch zu Aggressivität geführt hat. Das geht nicht und ich will jetzt. Und da würde ich vermutlich auch mit 200 durch die Gegend blochen. Aber bei ihm aus einem anderen Grund. Also er war dann aus Aggressivität und ich muss das jetzt durchdrücken und das regt mich auf.
Ob aggressiv oder verträumt, beides hat dieselben negativen Auswirkungen.